Danke sehr, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich ein Trainer, heute hier zu sein. Ich habe wirklich so Respekt verdient, Leute, wirklich, dass ich hier drin sitze. Ich schwitze mir hinten schon einen ab und ihr seid wahre Kämpfer, Leute, wirklich. Weil ich hatte so einen beschissenen Tag, Leute, weil ich habe heute das erste Mal in meinem Leben wieder bei einem reicheren Freund übernachtet, Leute. Tut das nicht, Leute, wirklich. Ihr kommt euch vor wie das letzte Haufen Scheiße, wirklich, Leute. Das letzte Mal hatte ich das als Kind, wirklich, weil ich bin arm aufgewachsen, aber du weißt es ja nicht. Du denkst, jeder schläft mit seinen 5 Brüdern in einer Matratze, mit so das Arschloch im Gesicht morgen. Und so. Jojo, der Arschlochwecker. Lecke, 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 schnecke, lecke. Ne? Ich dachte, so lebt jeder, wirklich. Bis ich dann das erste Mal bei einem reicheren Freund übernachtet habe. Und dann machst du das erste Mal diesen reichen Kühlschrank auf und siehst zum ersten Mal in deinem Leben so ein 6er-Pack Actimel, Leute, wirklich. Kratzt dich so sofort, weiß gar nicht, was abgeht, weil da fehlt nur eine Flasche, ne? Ich kenne das nicht, Leute, wirklich. Bei mir, sobald das da drin ist, zack, weg, verschwunden, Leute. Dr. Strange kann das nicht mal erklären, ne? So schnell ist es weg. Und ich frag meinen reichen Freund, ich so, ey, reicher Freund, warum fehlt da nur eine Flasche? Der so, jeden Tag eins, um die Abwehrkräfte zu stärken. Fuck, ja, Mann. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Wo waren diese Penner die letzten 2 Jahre? Die haben sich die Chance ihres Lebens entgehen lassen, diese Penner. Wirklich, Leute. Direkt als BioNTech hätte kommen müssen. Wir haben die Lösung. Hätte sofort Actimel so einen Dropkick geben müssen. Wir sorgen für Abwehrkräfte, du Penner. Penner, wir haben Geld zurückgarantie, du Pissnelke, Alter. Bam. Erdbeergeschmack, Wassermelone. We don't care. Ne? Diese Legenden, Alter. Das müsst ihr als Booster zählen, Leute. Wirklich. Einfach so einmal Actimel sniffen. Zack, los geht's. Komm her, Omikron, du hast keine Chance, du Penner, weil ich hab Actimel Schokoladengeschmack, wirklich, du hast keine Chance gegen meine Schokoladenbarriere, ne, wirklich. Und mittlerweile ist Actimel sogar ein besserer Impfstoff als Johnson & Johnson, das ist schon hart, Leute, wirklich. Hat irgendjemand Johnson? Niemand, ich bin der Einzige, der auf diesen Partytrick reingefallen ist, Alter, fuck. Ich bin so ein Penner, Leute, wirklich. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, Alter, das war so der Bazarhändler unter den Impfstoffen, wirklich, Leute. Alle anderen waren wenigstens Biofirmen, richtig wissenschaftlich. Man muss es lagern bei minus 12 Trilliarden Grad, 6 Wochen Abstand. Johnson kommt mit so Windeln am Mund, der so, wir sind auch am Start, Leute, jawohl. Ja, ja. Das ist wie Mayhemmer, oder? Wie viel braucht ihr? 2? Wir brauchen nur 1. Ja, ja, safe. Wie kann man es lagern? Einfach im Arschloch kannst du lagern. Das ist kein Problem. Raus, kacken, gar kein Problem, du Penner. Habt ihr denn Studien? Klar haben wir Studien. Siehst du diese Ratte da hinten, die zuckt? Das ist unsere Studie. Diese Ratte kann jetzt fließend Tschetschenisch in Wort und Schrift, ne? Oh, sie kann fliegen, sie kann fliegen. Ja, jetzt überragend. Das wussten wir nicht. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir brauchen einen Booster. Ja, mach einfach, du Penner. Geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul, Alter. Mach einfach, du Penner. Und ich hatte hart Eierschwitzen, Leute. Wirklich. Ich habe meinen Arzt gefragt. Ich so, ey, Arzt, sei mal ehrlich, Alter. Ist das sicher? Und der Arzt war so, ja klar ist das sicher, dabei schneidet er so Döner dabei. Der so, ja. So was für ein sicher, ja. Willst du mit Schaf oder mit Johnson? Sag Bescheid, du Penner. Nimm einfach. Und er hat mir das nicht mal in den Arm gerammt, sondern direkt in den Oberschenkel. Du sagst, sollst meine Schwester nicht angucken. Einfach drauf. Hatte direkt Parkinson-Simulator, wirklich sofort. Sofort als Seismograf gearbeitet, Leute, wirklich, war sofort. In jedem Thriller-Video war ich am Start, Leute, wirklich. Und eins kann ich euch sagen, das Spiel Dr. Bibber war noch nie so schwer, Alter. Das war hart, Alter. Nur verloren, Alter. Da verloren. Scheiße, Alter. Das war's. Wirklich ein Haufen Scheiße. Thrombose an den Haaren. Ich war richtig am Ende. Ne? Der Thrombose an den Backenzähnen. Das war richtig Apokalypse. Und dann habe ich erst erfahren, wisst ihr, was die Nummer 1 Thrombosenursache bei Frauen ist? Wisst ihr das? Die Pille, beste Frau, ganz genau. Holy shit, seid ihr Heldinnen, Alter. Das ist Geschlechterungleichheit, wirklich, Leute. Thrombose riskieren die Frauen, so viele Hormone, Haushalt, Risiken, alles nur, weil dieser scheiß Typ sagt, ich zieh mir doch kein Gummi über den Bimmel hier. Du kannst schön deinen Hormonhaushalt hier vergewaltigen, ich hab doch keine Sichen Eis hier. Leute, als ich diese Papyrus-Rolle von Nebenwirkungen bei der Pille gelesen habe, war ich so dankbar für meinen Johnson & Johnson. Ne? Ich dachte, okay. Aber ich dachte, ich hätte es geschafft. Ne? Einmal, dann nie wieder. Aber nein, ein Champion kommt immer zurück, Leute, wirklich. Weil die Penner haben sich umbenannt in Janssen. Was für Penner, oder? Wer soll denn auf so eine Scheiße reinfallen? Ich bin darauf reingefallen, Leute, wirklich. Es war hart.
Versteht mich nicht falsch, ich war hart übermotiviert. Wir waren alle hart übermotiviert. Am Anfang wollten wir uns alle pieksen. Wir waren also, ja, für meine Oma. Beim zweiten Mal auch, ja, für meine Oma. Und beim dritten Mal war ich so, warte mal, ich habe gar keine Oma, Alter. Wann mache ich den Dreck, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Aber ich habe gesagt, egal, gib mir her den Scheiß. Ne, wirklich. Und dann bin ich damit nach Indien geflogen, Leute. Wirklich, tu das nicht, Leute, wirklich. Ich habe hart Selbstbewusstseinsstörung bekommen, weil der Typ am Zoll hat mich hart ausgelacht. Der so, Brother, you want to come into India with Johnson & Johnson? You will die, ne? Und ich so, hä, warum, Alter? Ich habe so versucht, mein Drostendeutsch auszupacken. Ich so, no, because of the spike protein, I'm protected. Because of the spike, I'm a spike and I drank Actimel, 3 bottles, I drank Actimel. Abwehrkräfte is on fleek, Brother, ne, wirklich. Und der Inder war so, listen, our virus don't get spikes, he got guns, motherfucker, he will shoot your antibodies. Johnson is like antivirus from Windows 95, brother, you will die, ne? Hat er mir gesagt, listen, your vaccine was for the Alpha variant, now we have Omicron. Alpha ist ausgestorben, hat er gesagt, ausgestorben, das ist schon hart. Das ist wie so Neandertalen-Chlamydien-Impfung, ne, wirklich, so Säbelzahntiger-Syphilis hinterher. Raptor-Fußpilz, Mammut-Hämorrhoiden, alles am Start, ne, wirklich. Gib mir einmal den Jurassic Park zum Mitnehmen, ne, wirklich. Und bis ich mal gecheckt habe, dass das griechische Buchstaben sind, Omikron. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Pokémon-Name, ich schwör's euch auf mein Leben. Das war so Enton, Entoron, Omikron, ne, wirklich. Was haben denn die Griechen damit zu tun, die Armsäue, Alter? Die dachten sich auch, ey, warum nehmt ihr unsere Buchstaben, ihr Penner, Alter? Da wisst ihr, wie verschuldet die sind, Leute. Das ist hart. Dass du deine Buchstaben verkaufst, dann bist du broke, Alter. Selbst ich und meinen 5 Brüdern in meiner Matratze war so, ja, das ist broke, das ist broke. Wirklich. Jeder Grieche heißt ab heute Alex McJohnson. Ne? Das ist schon hart. Auf jeden Fall, ich bin da reingegangen. Ne? Ich so, no, I trust my Johnson. Holy shit, hatte der recht, Leute. Ich bin reingegangen, direkt Omikron infiziert. Wirklich. Ich habe so Schnelltest rausgeholt, direkt 8 Streifen. Ne? Sofort. Sofort GTA 5 Sterne, Leute, wirklich. Haben mich sofort gejagt, ne, wirklich. Ich bin direkt zum Doktor und das Schlimme ist dort, die Ärzte, jeder Arzt dort ist Hinduist, Leute, wirklich. Das ist voll schlimm, weil alles, was ein Hinduistischer sagt, ist, wirklich so, Hinduisten, alles, was die sagen, ist, Brother, nächste Leben wird besser, ne, das war's. So 2 Kicks hinterher, das war's, ne. Und er so, listen, it's just Omikron, just relax, take some curry and shut your mouth, ne? Das war sich so, was? Omikron ist doch voll schlimm, Alter. Laut Deutschland ist das wie Corona, was bei Ebola im Trainingslager war, ne? Wirklich, haben so trainiert zusammen in den Höhlen von Zimbabwe, ne? Aber ich habe gedacht, ich hätte es geschafft, Leute. Ich hab Johnson und genesen, Pandemie ist für mich vorbei. Mann, wurde ich eines Besseren belehrt, Leute, wirklich. Ich bin hier zu einer Veranstaltung gegangen letzte Woche und die haben ja Johnson straight gekillt, ne, wirklich. Und ich habe das nicht gewusst. Ich gehe so zum Einlass, der scannt das so, der so, uiuiuiui, sie sind ja gar nicht mehr geimpft, das zählt gar nicht mehr, du Penner. Und ich so, hä, was bin ich denn jetzt, Alter? Und der so, du bist ein Querdenker ab heute, du Penner, das war's. Herzlichen Glückwunsch, du Pissnelke, das war's. Ich so, hä, wie kann das sein? Der Einlass so, sorry, ich spreche kein Schwurblerisch, du Penner. Verpiss dich für ein Autoträgiger. Ich hab auch mein Handy geguckt, wirklich. WhatsApp hat sich gelöscht, Telegram installiert. Nichts gemacht, wirklich. Alle Songs haben sich gelöscht, nur einer blieb übrig. Der Weg wird kein leichter sein, ne? Das war's. Was ist das für ein Haufen Scheiße, Alter. Wirklich, wurde richtig vernichtet, Leute, wirklich. Alle meine Kochrezepte waren nur noch von Attila Hildmann, das war's. Ich war direkt Veganer und so aggressiver Türke gleichzeitig, ne? Das war hart. Seitdem kriege ich diese Augenbrauen nicht mehr runter, Leute. Ich bin ganz so. Wo ist Bahnhof, du Penner? Wo ist der Bahnhof? Immer wenn ich mit Kreditkarte zahle, muss ich so machen, wirklich, Leute. Hier hast du Kreditkarte, du Penner. Ne, das war hardcore. Und das Einzige, worauf ich hinaus will, ist wirklich, ich habe dann auch Eventim geschrieben. Ich so, ey, Eventim, ich kam nicht rein, kriege ich denn Geld zurück oder so? Die so, na, halt die Fresse, du Querdenker, Alter. Du kriegst gar nichts. Hier hast du ein Ticket von Xevenai, du halt dein Maul jetzt. Ne, das war's. Aha. Ich hab mich richtig gepuncht. So aktuell ins Arschloch reingeschoben, das war's, ne? Bist dich hier, du Schwirbler. Und das Einzige, was mir bewusst ist, was wir uns bewusst sein müssen, alles, was wir zurzeit erleben, ist ja Geschichte, Leute. Das ist History in the Making. Ihr wisst, was das heißt. 2100, wenn die Kinder das in den Geschichtsbüchern durchnehmen, wird einer von uns als Zeitzeuge auftauchen, wirklich. Wahrscheinlich du, weil du siehst hart fresh aus, wirklich. Du schaffst das locker, du bist richtig freshalicious. Aber ihr müsst wissen, wir haben einen riesen Nachteil. Alles bei uns ist ja bewiesen. Selbst, dass ihr heute hier seid, ist bewiesen.
Wir haben es nicht so gut wie die Zeitzeugen heute. Ihr kennt die von Hitlerzeiten. Na klar war jeder von denen gegen Hitler, Alter. Wäre ich auch. Weil es gibt ja kein Instagram-Selfie, wo du mit dem chillen. Hashtag chilling with a hitman. Hashtag braun ist das neue schwarz. Hashtag er hat das Herz am rechten Fleck. Sowas gibt's ja nicht, Leute. Klar kann jeder von denen Scheiße labern. Ja, ja, den Hitler, den habe ich mir gegriffen, den Banner. Dem habe ich eine geboxt, seine Unterhose hochgezogen. Ihn mit Actimel geohrfeigt, den Banner. Echt, haben Sie Beweise? Sorry, die Verbindung ist sehr schlecht. Was haben Sie gesagt? Ich kann das nicht so gut hören. Ne? Aber wir nicht, Leute, wirklich. Wir werden richtig durchgenommen. Wisst ihr, wer es schwer haben wird? Alle, die letzten Herbst hier in Karneval waren, Leute, wirklich. Die werden 2100 richtig durchgenommen, wirklich. Wenn die Kinder fragen, hey, entschuldigen Sie, Zeitzeuge, haben Sie das Virus damals ernst genommen? Ja, ja, habe ich sehr ernst genommen hier. Ja, ja, Social Distancing war mein zweiter Name hier. Wirklich, war keiner von diesen Schwirblern. Ich habe immer Armlänge Abstand gemacht. Ich hab's geliebt. Und dann holt das Kind den Verlauf raus. Entschuldigen Sie, Zeitzeuge, sind Sie das hier, der im Pikachu-Kostüm dem anderen hier in den Mund kotzt? Sind Sie das? Uiuiui, Verbindung ist sehr schlecht hier. Kann ich hier ausbrechen hier? Wird gar nicht fürs App gehen. Deswegen, auf jeden Fall habe ich diesen reichen Kühlschrank aufgemacht, Leute. Und hab da... ah, der längste Schlenker der Welt. Ah, ist gleich vorbei. Ah, hab ich reingeguckt. Um das abzuschließen, Leute, wirklich. Auf jeden Fall, ich hab Actimel gesehen, ich war so fresh. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben den Frosttiger gesehen, Leute. Wisst ihr noch, ich hab sofort salutiert, hab die Packung genommen, mit ihm geküsst, hab das erste Mal diesen Choco-Pops-Affen gesehen, der immer so kurz vorm MeToo-Skandal ist, weil er immer so seinen Arsch so weit aufmacht. Wirklich, und diese Choco-Pops-Flakes sahen aus wie so Monkey-Scheiße, wirklich. Ich war so richtig so, two monkey, one cup, ne? Wirklich, das war ein richtiger Haufen Scheiße. Bei mir gab's das nicht, Leute. Bei meinen billigen Copycat Johnson & Johnson Cerealien gab's keinen Frosttiger, der sagt, der weckt den Tiger in dir. Bei mir war nur so eine tschetschenische Ratte mit Narbe so drauf. Das war wirklich. Und da stand auch nicht, weckt den Tiger in dir. Da stand, verzehren auf eigene Gefahr. Ne? Das war produziert für Fressnapf. Vielen Dank, Leute. Es hat mich sehr gefreut. Zurück zu Simon Stäblein.